Hallo an alle, wir sind zurück hier in Solda. Willkommen zum sechsten Lauf der Goodyear 4 European Truck Racing Championship. Wir sind hier in Belgien, in Solda, und wir sind so aufgeregt, dass die Riesentrucks wieder zurück auf der Rennstrecke sind. On fire. Nicht nur der Truck von Antonio Albacete in Most. Das ist im Kies geendet, aber er konnte den Wettbewerb wieder aufnehmen. Ja, wir hatten einen Motorschaden in Most. Wir wissen nicht wirklich, was der Fehler war. Wir hatten Hilfe von einigen anderen Teams. Ich denke, das ist die Atmosphäre im Truck Racing. Eine Menge helfende Hände. Sascha Lenz und Jamie Anderson haben diese Erfahrung auch gemacht. Wir sind ein Team, Jamie und wir, und wenn es da Probleme gibt, da helfen meine Jungs genauso da drüben mit wie jetzt letztes Wochenende in Most. Ja, der Motorenwechsel ging innerhalb von einer Stunde 10, ein riesen Kompliment an die komplette Crew, auch an die Crew von Jamie. Es ist besser, wenn wir mit vereinten Kräften daran gehen. Dann sind wir stark. Meine Jungs helfen ihm, seine Jungs helfen uns. Wir gehen alle auf die Strecke, um das Beste zu erreichen. Das hindert uns aber nicht daran, uns im Fahrerlager gegenseitig zu helfen. Die Freundschaft ist der Motor, der diese Meisterschaft antreibt. Lasst uns loslegen. Das erste Rennen im Belgischen sollte zum sechsten Lauf der Meisterschaft, und der sah nach widrigen Witterungsbedingungen im Qualifying und der Superpole Norbert Kisch und Sascha Lenz in der ersten Reihe, und schon beim Start konnte Sascha Lenz Norbert Kisch überholen. Der hatte ein bisschen durchdrehende Räder. Sascha Lenz konnte sich in Führung bringen und den amtierenden Europameister hinter sich lassen. Dahinter sortierte sich das Feld. Es ging ohne Karambolagen durch die ersten Kurven. Adam Latzko und Antonio Albacete im Kampf um die dritte Position. Letztendlich konnte sich Adam Latzko durchsetzen, Antonio Albacete auf der 4. Man ging weit raus, die Strecke rutschig, und deswegen war es für alle nicht so einfach, hier diese 4 Kilometer zu bewältigen. Fällt noch dicht beieinander in eine der 3 Schikanen, die hier in Solda wirklich der Dreh- und Angelpunkt sind, wo man die Möglichkeit hat zu überholen. Die Schachtnummer 24, Steffen Faas im Scania von Tankpool 24, räubert über die Curbs, und ansonsten hat sich das Feld sortiert. Jamie Anderson in der Anfahrt auf den 6-fachen Europameister Jochen Hahn versucht, ihm den Platz abzunehmen. Leichte Demolagen bei Jochen Hahn, aber das sind nur die Radabdeckungen, da kann nichts passieren, das hat auch sonst keine Auswirkungen. Jamie Anderson ganz dicht hinter Hahn, dann Cosim, dann Faas in der Reihenfolge. Vorne Sascha Lenz im Bemühen, Norbert Kisch hinter sich zu halten. Kisch drängt, Kisch versucht an der ein oder anderen Stelle in Solda zu überholen, was ihm bis hierhin aber nicht gelungen ist. Dann kommt Jamie Anderson gegen Jochen Hahn. Jochen Hahn hat im Interview gesagt, er hatte einfach das falsche Setup, konnte nicht reagieren, und Jamie Anderson schiebt sich einen Platz nach vorn. Jochen Hahn muss abreißen lassen und sieht sich jetzt schon den Angriffen vom Don't Touch Racing Piloten André Cosim gegenüber. Theo Calvé, Jamie Anderson, das sind die beiden, die im Promoters Cup um die Spitze kämpfen. Von daher ist es für Jamie Anderson besonders wichtig, vor Theo Calvé zu enden. Und Sascha Lenz immer noch unter enormem Druck von Norbert Kisch. Kann der Omitzer hier seinen zweiten Saisonsieg einfahren? Kann er Norbert Kisch aufhalten? Der drückt, der ist in Stoßfänger von Sascha Lenz, MAN. Aber letztendlich gewinnt der Vize-Europameister dieses Duell gegen den Europameister. Das erste Rennen geht nach Deutschland, geht zu Sascha Lenz, der hier in die Boxengasse einfährt und hinter dem Schild mit der Nummer 1 parkt. Zweiter Norbert Kisch, dritter Adam Latzko. Norbert hatte ein kleines Problem, er hatte durchdrehende Räder. Ich war im kleinen 8. Gang, ich konnte ihn passieren, und dann war ich in Front. Es war sehr fair zwischen uns.
Wenn er auf der Seite war, habe ich ihm Platz gemacht. An den Kurvenausgängen hatte ich die bessere Traktion und kam weg. Danke an mein Team und ich bin wirklich sehr happy und es war ein super Rennen. Wir schauen uns nochmal die Ergebnisse an. Lenz Kich-Latzko, das die ersten drei auf den Plätzen. 5 Theo Calvé, 6 Jamie Anderson. Das ist ja wichtig für den Promotors Cup. Den Rest seht ihr euch bitte an. Und José Eduardo Rodríguez beim Debüt vor Steffi Halm, Heinrich Clemens Hecker und Jonathan André. Einen sauberen Start mit niemandem vor dir. Ja, die Wetterbedingungen sind hart. Jochen ist neben mir. Vielleicht ist er auch gleich direkt vor mir. Ich habe die schlechtere Linie, ich habe die schlechtere Seite hier. Und es regnet. Wir werden sehen, ich weiß es nicht. Das zweite Rennen am Nachmittag bei sich bessernden Wetterbedingungen. In der ersten Reihe André Kosim und Jochen Hahn hinter dem Führungsfahrzeug in der Formationsrunde, dem Iveco S-Way, Bio-LNG-Gas betrieben. Dann geht's los. Der Start ist Erfolg und Jochen Hahn hat einen deutlich besseren Start als der Iveco-Marken-Kollege Kosim. Kosim sortiert sich in zweiter Position ein. Jamie Anderson und Theo Calvé, die beiden Streithähne um die Führung im Promoters Cup, schon wieder nebeneinander. Jamie Anderson oder Theo Calvé, wer hat das bessere Ende in der Sternwacht? Das werden wir jetzt gleich sehen. Dahinter das Feld gut vom Start weggekommen. Keine gröberen Kollisionen. Hier sind wir im Fahrzeug von Adam Latzko und sehen das Überholmanöver von Antonio Albacete gegen Norbert Kich, der natürlich gleich versucht, diese Position auch wieder zurückzubekommen. Feld kommt über den Hügel in die Abfahrt zu Kurve 6, 7 und 8. Und Jochen Hahn kann sich leicht absetzen vom Rest des Feldes. Jamie Anderson sagt mal Hallo zu Theo Calvé und Theo Calvé sagt Hallo zu André Kosim, überholt diesen und macht einen Platz gut auf der Start- und Zielgerade. Harter Kampf. Jamie Anderson hat das vom Logenplatz aus im Blickfeld. Kosim, Calvé und dann greift Anderson innen an gegen Theo Calvé. Theo Calvé hat den weiteren Weg und Jamie Anderson gibt ihm ein bisschen Platz, aber nicht Platz genug. Theo Calvé kommt auf den Kies. Anderson setzt sich an die Position. Da kommt Sascha Lenz raus aus dem Feld. Das Heck driftet ein wenig weg und hier kommt das Feld zurück. Anderson immer noch hinter Kosim, möchte sich jetzt auch absetzen, denn der Europameister Norbert Kich war im Heck von Jamie Anderson. Zwischenzeitlich ist es ihm gelungen, den Engländer zu überholen. Und Norbert Kich greift nach dem nächsten Platz. Auch André Kosim ist Beute des amtierenden Europameisters. Ein weiterer Platz vorne. Norbert Kich, der ja vom siebten Platz aus ins Rennen gegangen ist. Reverse Grid, zweiter ist er geworden. Jochen Hahn hat also jetzt als direkten Konkurrenten, aber mit Abstand, Norbert Kich. Und der Abstand ist groß und Jochen Hahn mit all seiner Erfahrung, die er aus über 600 Rennen hat, wird versuchen, diesen Vorsprung auf Norbert Kich zu managen. Sascha Lenz bemüht sich weiter nach vorne zu kommen. Das ist aber schwierig, währenddessen die Sportfahrtinnen und Sportfahrer hier das ein oder andere Trümmerteil von der Strecke entfernen müssen. Darüber fahren wäre viel zu gefährlich. Adam Latzko hinter Lenz, Albacete hinter Adam Latzko. Aber Hahn und Kich können sich absetzen. Und letztendlich kann sich auch Adam Latzko ein bisschen freifahren von dem Rest des Feldes. Kich kommt näher, Jochen Hahn hat noch einige Runden zu bestreiten. Norbert Kich pusht nochmal richtig. Er möchte natürlich auch dieses Rennen gerne für sich entscheiden. Calvé hinter Jamie Anderson, aber auch der gibt noch nicht auf. Kosim, dritte Position und dann passiert Folgendes. Dann kommt es zu einem
einer Kollision, die nachher in den Interviews unterschiedlichste Aussagen gegeben haben. Wir lassen mal so stehen, dass alles gut war. Die Stewards haben es nicht bewertet und Jochen Hahn hat sich gegen Norbert Kich durchsetzen können. Gewinnt hier in Solder vor Norbert Kich und André Kosim, der damit seinen insgesamt dritten Podestplatz dieses Jahr holt. Norbert Kich hatte sehr gute Zeiten, aber du fuhrst besser. Ja, am Ende, so 8 Runden vor dem Ende, war er 6,9 Sekunden hinter mir. Da ist es Zeit, Gas zu geben. In der letzten Runde war ich dann ein bisschen vorsichtiger. Am Schluss habe ich den Abstand halten können. Nicht immer, aber ich habe es gehalten. Von dieser Seite, wir sind wirklich glücklich jetzt. Jochen Hahn, Norbert Kich und André Kosim bei der Siegerzeremonie und bei der Champagnerdusche nach Rennen 2 hier in Solder. Und wir schauen auch hier auf die Ergebnisse. Jochen Hahn, Norbert Kich, André Kosim. Und wir schauen auf den Promoters Cup und sehen Jamie Anderson auf der 9 und Theo Calvé auf der 10. Position. Heißt, Jamie Anderson hat Theo Calvé einen Punkt abluchsen können. Shane Brereton, Jonathan André, Sascha Lenz und Heinrich Clemens Hecker auf den Plätzen. Sascha Lenz hat eine Penalty wegen Overspeeding bekommen. Neben der Truck-Europameisterschaft und neben der holländischen Meisterschaft gibt es natürlich für die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Solder auch Showprogramm und ein Korso von wunderbaren Fahrzeugen, sowohl ältere Fahrzeuge aus dem Hause Mercedes-Benz oder auch aus anderen Scania, auch jede Menge vertreten. Und die Fans freut es, dass sie nicht nur Rennsport, sondern auch tolle LKWs sehen können und natürlich auch die belgischen Fritten. Rennen 3, Sonnenschein, ein komplett anderes Setup heute. Was erwartest du? Oh, es sieht gut aus. Wir haben die Pole Position. Ich hoffe, ich habe einen besseren Start als gestern. Gestern im Regen habe ich den Start verpatzt. Ich hatte durchdrehende Räder. Ich hoffe, ich kann vorne bleiben. Dann habe ich einen guten Start. Am Sonntag ganz andere Bedingungen hier in Solder. Sonnenschein, trockene Piste und die Superpole 2 sieht wiederum Norbert Kich in der Pole Position. Neben ihm der sechsfache Europameister vom Team Hahn Racing, Jochen Hahn. Also, zwei große Jungs sind unterwegs und vor Rennen 3 wurde noch eine Ehrung für die Vizepräsidentin der Truck-Kommission der FIA zuteil. Lucia Gallucci wurde für 42 Jahre Truck-Sport geehrt und das Fahrerfeld hat sich aufgereiht und auch die Trucks haben sich aufgereiht hinter dem Führungsfahrzeug in die Einführungsrunde der ersten 12 Runden des Sonntags. Start ist erfolgt und Norbert Kich hat einen guten Start, auch Jochen Hahn einen guten Start. Hinten geht alles gut, Norbert Kich kann sich aber in der ersten Links des 4 Kilometer langen Kurses durchsetzen. Jochen Hahn hat keine Möglichkeit anzugreifen, versucht es noch einmal in dieser Rechtskurve, gelingt ihm aber leider nicht. Sascha Lenz auf der 3, Adam Latzko auf der 4, Theo Calvé auf der 5 und André Kosim im Sandwich von Calvé und Jamie Anderson. Aus dem Schwabentruck Iveco von Steffi Halm sehen wir Shane Brereton, der auch ein schwieriges Wochenende bisher hatte und der natürlich jetzt am Sonntag versuchen wird, noch ein paar gute Platzierungen und Punkte einzufahren.
Feld sortiert sich relativ schnell ein. Brereton Halm, dann José Eduardo Rodríguez, Newcomer in dieser Saison. Er war 2016 schon mal in der Europameisterschaft, der 23-jährige Portugiese, und fährt hier für seinen Vater im Reboconorte-Team. Steffi Halm versucht an Shane Brereton heran und am besten auch vorbeizukommen. Aber Shane Brereton und seine Selma können erstmal ihre Position halten. Dann ist Jamie Anderson im Angriff auf André Kosin. Versucht an ihm vorbeizufahren, kommt nicht ganz daneben, aber in dieser Rechtskurve kommt er an die Seite, dann geht's links, da ist Kosin besser dran. Anderson muss durch den Kies und verliert hier Meter, die er sich vorher erarbeitet hat. Norbert Kich führt, baut seinen Vorsprung aus gegenüber Jochen Hahn, Sascha Lenz an der 3, Adam Latzko an der 4. Position. Jamie Anderson, André Kosin, das Feld dahinter mit Shane Brereton und Steffi Halm kommt etwas näher an den Don't Touch Racing Iveco Piloten. Sascha Lenz nicht wirklich in der Möglichkeit, Jochen Hahn anzugreifen, und auch Adam Latzko fährt ein relativ freies und einsames Rennen auf der 4. Position. Norbert Kich baut seinen Vorsprung Sekunde um Sekunde aus und Jochen Hahn managt den 2. Platz gegenüber Sascha Lenz. Sieg für den amtierenden Europameister und ein weiterer Schritt in Richtung Titelverteidigung. 2. mit Jochen Hahn, 3. Sascha Lenz, und Norbert Kich schenkt seinem Revesh Racing Team einen weiteren Sieg in einem Hauptrennen der Goodyear 4 European Truck Racing Championship. Und das macht natürlich Spaß. Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Gestern haben wir es nicht geschafft, gestern haben wir es verbockt zu gewinnen. Und heute mit der Pole Position und dem Abstand im Rennen, da bin ich schon sehr glücklich. Ein großes Danke an das Team. Sie haben einen grandiosen Job gemacht. Ich bin sehr glücklich. Norbert Kich, Jochen Hahn und Sascha Lenz auf dem Podium von Rennen 3 in Solda 2022. In der Übersicht nochmal das Ergebnis. Adam Latzko wird 4. Theo Calvé kann sich wieder vor Jamie Anderson durchsetzen auf der Position 5. Kosin Brereton Halm und Albacete in den Top 10. Heinrich Clemens Hecker auf der 11, Jonathan André und José Eduardo Rodríguez auf den Plätzen 12 und 13. André, ein kurzes Gespräch. Hallo. Zurück in Reihe 1. Es ist ein sogenanntes Back-to-Back-Wochenende. In Most war es nicht so leicht, aber hier könnte es ein Wochenende werden. In Most hatten wir große Probleme. Wir haben die Probleme behoben. Gestern war es gut für uns. Wir hatten ein Podium im 2. Rennen. Vielleicht schaffen wir das ja auch heute. Das 4. und letzte Rennen mit Shane Brereton und André Kosin in der 1. Reihe. Und Shane Brereton hatte wirklich den Wunsch, hier dieses Rennen zu gewinnen, auch zu Ehren der verstorbenen Königin Elisabeth. Das hat er im Interview gesagt, hat einen deutlich besseren Start als André Kosin. Und hier sind wir schon mal wieder bei Jonathan André im Auto. Brereton wehrt einen ersten Angriff von Kosin ab, währenddessen hinten Fass, Hecker und André so ihre eigenen Sorgen haben. Shane Brereton kann sich mit dem Apollo Tyres Tour Truck MAN durchsetzen. Steffi Halm ist auf dem Weg nach vorne, hat schon beim Start Plätze gut machen können und möchte natürlich hier auch noch für das Team Schwaben Truck mit dem Iveco einen schönen Abschluss haben. Wir haben es gesehen, Jamie Anderson in einer Kollision, und damit ist das Rennen in der 1. Runde für ihn zu Ende. Er kommt in den Kies,
Fahrzeug irreparabel beschädigt. Jamie Anderson muss das Rennen aufgeben. Das wirft ihn natürlich im Kampf um den Promoters Cup zurück, zumal Theo Calvet aktuell an der dritten Position liegt. Jamie Anderson ist mit Norbert Kisch kollidiert, das haben wir gesehen. Und das sollte auch für den amtierenden Europameister in diesem Rennen noch Konsequenzen haben. Vorne der Kampf immer noch zwischen Shane Brereton und André Kosim. Kosim versucht mal links, mal rechts vorbeizukommen, gelingt ihm nicht und er sieht immer formatfüllender Theo Calvet im Spiegel. Und Theo Calvet muss natürlich, um dieses Rennen vielleicht für sich entscheiden zu können, zunächst mal an André Kosim vorbei. Shane Brereton mit leichtem Vorsprung, eine gute Wagenlänge, dann Kosim, dann Calvet, dann Adam Latzko, das Freightliner Tandem. Dann kommt Theo Calvet an die Seite von André Kosim, überholt ihn und setzt sich an die zweite Position. Jetzt die Reihenfolge Brereton, Calvet und Adam Latzko ebenfalls auf Podiumskurs. Jochen Hahn versucht noch vorbeizukommen am Markenkollegen, geht nach außen, geht nach innen und André Kosim muss letztendlich nachgeben. Auch Norbert Kisch versucht noch hier einen Vorteil zu erzielen. Kosim ganz weit raus und das kostet ihn natürlich enorm Geschwindigkeit. Und dann ziehen sie vorbei, Jochen Hahn, Norbert Kisch und auch Sascha Lenz. Dann gibt es einen Crash zwischen Theo Calvet und Shane Brereton an der gleichen Stelle, wo bereits gestern im zweiten Rennen eine Karambolage stattgefunden hat. Dann kommt Kisch, lehnt sich an Sascha Lenz, aber nichts passiert. Steffi Halm im Angriff auf die Startnummer 1. Das ein erstes Zeichen, dass mit dem Truck von Norbert Kisch nicht mehr alles stimmt. Steffi Halm geht vorbei vor der Kurve und setzt sich nach vorne und auch Sascha Lenz kommt vorbei an Norbert Kisch. Shane Brereton durch die Kollision mit Theo Calvet weit nach hinten geworfen worden. Calvet kann die Führung aktuell noch behaupten, aber wird dann auch zurückgeworfen. Man sieht vorne links die Beschädigung, die hat Auswirkungen auf den Reifen. Adam Latzko hat zwischenzeitlich die Führung übernommen. Jochen Hahn auf der 2, Calvet auf der 3 und Steffi Halm hat sich auf die vierte Position nach vorne geschoben. Sie möchte gerne einen Podestplatz für das Team Schwabentrack. Und daran arbeitet sie natürlich. Latzko gegen Hahn und dann ist das Pech für Theo Calvet perfekt. Vorne links, Reifenplatzer, nichts geht mehr, die Karkasse weg und da kommt das total havarierte Fahrzeug in die Box. Aus, vorbei, keine Punkte für Theo Calvet, also für die beiden Promoters Cup Kontrahenten 0 Punkte in Rennen 4. Aber 10 Punkte für Adam Latzko, 9 Punkte für Jochen Hahn und letztendlich ist es Steffi Halm, die hier in Solder im vierten Rennen einen Podestplatz, nämlich Platz 3, erzielen kann. Adam Latzko, Jochen Hahn und hier kommt der orange-weiße Iveco vom Team Schwabentrack. Jochen Hahn mit einem auch sicherlich nicht so erwarteten zweiten Platz. Er gratuliert natürlich Steffi Halm und Theo Calvet sauer über den Reifenplatzer. Es war kein einfaches Rennen, es war ein hartes Rennen. Viele Überholmanöver und es ist sehr schade für Theo. Ich habe gehofft, dass wir zusammen aufs Podium kommen. Wenn wir zusammen hochgegangen wären, wäre es das erste Mal gewesen, aber das ist Racing. Er hatte einen Reifenplatzer am Vorderrad. Sehr schade für uns, für mich. Es ist die erste Position in diesem Jahr. Ich bin sehr glücklich. Das ist nicht ganz richtig. Adam Latzko hat schon den zweiten Sieg erzielt. Auch in Ungarn war er vorne. Und er wäre gerne mit Theo Calvet hochgegangen. Aber dort stehen zweimal Iveco, einmal Jochen Hahn und Steffi Halm. Die Resultate noch mal kurz im Überblick. Auf der 4 Sascha Lenz, auf der 5 André Kosim und auf der 6 Antonio Albacete, Shane Brereton letztendlich auf dem 7. Platz, Steffen Faas auf der 8. Position, der Europameister auf Platz 9. In der Gesamtwertung führt Norbert Kisch mit 303 Punkten vor Jochen Hahn mit 235 und Sascha Lenz mit 223 Punkten. Um den Vize-Europameistertitel wird es eng.
Und dieses imposante Starterfeld sehen wir wieder am 24. und 25. September auf der Legendenstrecke Bugatti Circuit Le Mans.